nur, sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, Vaudan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ah, die hier guten alten Stücke. Drecksviecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt, bitte. Lukas, wenn die Nacht anbricht... Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Den letzten neuen Stock, ja, ach, hier. Was hat er gerade gemacht? Zauberspruch gecastet. Ein Feuerball wäre jetzt praktisch. Also falls er sich wirklich als Magier herausstellen sollte. Wir müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Gut. Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Feuerbecken da oben. Ja, das geht bestimmt. Sollte funktionieren. Es werde Licht. Ich hab bloß wie... Feuerstein können wir noch nicht werfen. Ah, werfen. Können wir Stock werfen. Ja, sehr gut. Gehen wir, schnell. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Noch keine Items zu finden. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Gut, ganz ruhig. Wird schon tief gehen. Na dann. Nichts überstürzen. Ah! Lukas! Ach, du Schande. Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell! Ja, das musste natürlich mir passieren. Und jetzt? Ich brauche Hilfe! Sie sind hinter mir her! Bleib ruhig! Noch ist alles gut! Ja, noch! Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich! Ding überwerfen. Fast. Hier klappen können. Na komm. Okay, so klappt das offensichtlich nicht. Noch hier vielleicht erstmal rüber. Auf meiner Seite ist ein Feuerbecken. Zündest du es an? Wenn ich herausgefunden habe, wie. Gut, sollte reichen. Erledigt! Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber.
Danke, aber ich brauche einen, der nicht brennt. Ist sicherer. Alles klar. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Wo ist weiter? Ach, da hoch. Reinlassen können wir den Stock leider nicht. Nur wenn wir es gar nicht gebrauchen können. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Vaudans Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Ziemlich düster hier. Oh nein! Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Keine Ratten? Nein. Aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Mhm. Senkrechte Plattform. Eine Hütte. Ich rieche Fleisch. Ich vertraue dir. Ich sehe nichts von hier. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Oh, wow. Oh nein. Hörst du das? Oh nein, bitte nicht. Gut. Wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas! Nein, nein! Da, die Plattform! Das Feuerbecken! Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen! Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung! Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können! Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Schwefel? Ja. Auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Ich hab gedacht, Räuberleiter. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Natürlich. Geht's dir gut? Er bleibt nicht. Ja, selten so einen Spaß gehabt. Nee. Nee. Ach so. Bestimmt drüber, oder nicht? Wir müssen hochklettern und die Truhe erreichen. Ja. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Klar doch. Bereit! Ja, das brauchen wir. Wir verschwenden Zeit. Auf dein Zeichen! Lass los. Du kannst aufhören. Sofort. Los, schneller! Ich mache mir Sorgen um Hugo.
Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey, eins nach dem anderen. Ja. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Hält. Okay, jetzt steht da oben in der... Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Noch eine Raum. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nicht fallen! Danke, Lukas. Okay, die Ratten abnehmen, ja, aber wie? Ich will nur Fleischvorrat. Gut, aber das wird nicht genügen. Das werden sie mögen. Ekelhaft. Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Und wieder runter. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Sehr schön. Wie viel mit das Ignifer-Anteil ist und mit der Maustaste. Der ich ja noch nie in Spielen benutzt. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Wo denn? Da drüben. Müssen wir da ran. Ganz schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Ah, hier. Wenn sie von einem normalen Stein. Ja.
sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Jetzt. Molotow. Ja. Ich glaube, die Idee wird großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Geht klar. Bewegen wir dieses... Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht? Nein, diese Kurbel nützt mir nichts mehr. Ich muss die andere finden. Oh nee. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Den Topf werfen. Kann man denn jetzt keinen Topf werfen? Aha. Okay, jetzt. Zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Die sind nicht dafür mal sowas wert. Was ist passiert? Ich habe losgelassen. Los nochmal. Geschafft. Mit viel Können und starkem Willen. Auch ins Licht. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Hoffentlich stellt sich der Orden nicht als Vitalis Nummer 2 heraus. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Kein Stückchen. Ja, der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Keine
keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Können wir was ernten? Amicia, das musst du sehen. Hey, es wird dir gefallen. Was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Gehen wir jetzt weiter. Ja, die erste Blume. Alter. 1 und 12. Mal sehen, was da drin ist. Ein kleiner Umweg. Eine improvisierte Kapelle. Willst du beten? Wenn du meinst, es könnte helfen? Danke, wirklich. Aber wir haben keine Zeit. Das hat aber jetzt viel gebracht. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Oder der Graf wird das wahre Übel zum Spiel. Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Ist hier noch etwas? Wie viele Menschen starben hier? An so einem engen Ort, eingesperrt, hat der Biss sie wohl alle erwischt. Sie wurden verdammt. Also, wir warten, bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Ui. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht dir vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Können wir mal einen Topf werfen? Oder auch nicht. Ein Toter. Nicht. Er wurde ermordet. Mist.
hatte doch was gesehen, oder? Sie kommen her. Uh-oh. Achtung, Eindringling hier drüben. Lass sie nicht. Oh nein. Kann ich nicht stechen? Ich hab doch ein Messer hier. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Auf einmal. Stechen. Ja, hier kommt noch mehr. Ich hab keinen mehr. Ich an deiner Stelle würde jetzt. Kontern. Na komm. Das hat bestimmt weh getan. Den kann ich nicht mehr, aber ich kann die Zeit nutzen, um zu fliehen. Durch die Ratten füllen sonst nicht. Sein, es gibt einen Bogenschützen. Wartet, wenn ich euch erwische! Reiß dich zusammen, du Trottel! Das seid sicher ihr! Bleib in Sicherheit! Er ist tot. Denkt, ich hänge hier fest? Dann wartet! Ihr könnt euch nicht ewig verstecken! Mist! Wie dann komm ich da jetzt hin? Lass mich nicht durch! Das war gar nicht mal so unclever, bis die bemerken, wie man es macht. Passt das dem nicht? Mal Topf werfen. Rein hier. Hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vaudor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Naja. Gut.
Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vaudan zu Hugo.